Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute sind wir mal wieder bei einem Oldtimer-Treffen und zwar in Merzdorf. Zu Gast bei den Zweitakt-Terroristen. Ja, mal gucken, was es hier für Karren gibt. Ich höre schon von Weitem die Summis heulen. Ja, schauen wir mal. Viel Spaß. Diese Aufnahmen entstanden nach der Ausfahrt. Vorher war hier sogar noch mehr los gewesen. Dann gucken wir uns erstmal auf dem Platz ein bisschen um. Von der Ausfahrt gibt es aber später auch noch ein paar Aufnahmen. Ein Problem gab es hier natürlich wieder. Auf dem gesamten Platz lief urheberrechtlich geschützte Musik. Deswegen musste ich hier selber Musik unterlegen. Aber das ist ja bei solchen Treffen normal. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei den Zweitakt-Terroristen für ihre freundliche Kooperation. Die wollten sich sogar um eine Mitfahrtgelegenheit kümmern. Danke dafür. Hier standen auch wieder einige interessante Fahrzeuge rum. Da kann man nicht meckern. Auch ein paar Amerikaner gab es hier zu bestaunen. Das sind Schlitten. Aber die Trabis sind auch ganz niedlich. Und gefachsimpelt wurde hier auch. Manche Autos sahen aus wie frisch aus dem Laden. Ab und zu konnte ich auch mal die Originaltonspur laufen lassen. Da hört man mal ein bisschen die Summis.
Hier mein schöner alter ZT303. Das waren wenigstens noch Traktoren. Mit Allrad. Und hier ein alter Multicar. Schönes Bötchen, könnte ich auch gebrauchen. Nebenan, der Cottbusser Ostsee ist ja bald fertig. Einen Prüfstand gab es auch wieder. Mal gucken, was die Schwalbe bringt. Auf jeden Fall schon mal eine Menge Qualm aus dem Auspuff. So muss das. ...90 km/h bei 11.000 Umdrehungen. Eigentlich durften sie bloß 60 laufen. So sind sie zumindest angegeben. Ja, was ist denn hier los? 16.000 Umdrehungen und 50 km/h. Bestimmt im zweiten Gang. Schöne Mopeds, ach, das war noch Zeiten. Mit 20 Mann durch die Gegend heizen. Das ist doch mal ein cooles Ding. Fahrrad mit Semi-Motor. Das Ding fährt sogar. Ob das Ding eine Straßenzulassung hat? Ich glaube eher nicht. Aber auf jeden Fall ein cooles Gefährt. Hier fehlt nicht etwa das Hinterrad. Das Teil wurde so umgebaut. Auch nicht schlecht. Und ein Hochzeitspärchen schaut da auch noch vorbei. Natürlich, wie sie das gehört, mit einem Oldtimer. Ja, bei diesen Herren möchte ich mich auch noch bedanken.
Er nahm mich bei der Ausfahrt mit. Gar nicht so einfach, das Ausparken. Langsam aber sicher macht man sich für die Ausfahrt fertig. Diese ging über ca. 40 Kilometer. Und vorneweg die Volkspolizei. Die Leute mit den Warnwesten sperrten immer die Kreuzung. Hier war schon ganz schön was los. Hier konnte man auch eine Menge Zweitakterluft schnuppern. Kennt man ja heute kaum noch. So, schnell im Trabi gesprungen und hinterher.
Hier ging es erstmal beim Einlaufbohrwerk vom Kottbusser Ostsee vorbei. Und dann Richtung Neuendorf. Ziemlich windig im Cabrio. Hier sind wir jetzt in Neuendorf. Und jetzt geht's Richtung Erlebnispark Teichland. Hier mal kurz die Ortschaft Bärenbrück. Und dann ging's nach Radewiese. Dort war an dem Tag auch was los. Hatte man sich also gut abgesprochen. Hier fand ein Feuerwehrausschuss statt. Konnte man gleich mal ein bisschen zugucken. Nach ca. 30 Minuten machte man sich aber wieder auf den Rückweg. Zurück zu ging es dann aber Richtung Hinschwalde. Mal ein bisschen Krach machen. Vom Bahnhof Peitz Ost ging es dann wieder Richtung Neuendorf. Dann wieder am Kottbusser Ostsee lang zurück nach Merzdorf. Naja, und hier haben wir noch ein bisschen was von der Einfahrt. Danke nochmal fürs Mitnehmen. So, das war's dann auch schon fast gewesen. Ich kann mich schon mal langsam verabschieden. Hier gab es dann noch die Preisverleihung, unter anderem für die weiteste Anreise und natürlich auch für das schönste Fahrzeug. Das habe ich aber nicht mehr gefilmt, da wurden mir zu viele Namen genannt. Und heutzutage muss man da ja aufpassen. Deswegen sage ich jetzt Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Video. Bye bye.